Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Interview mit der Schriftstellerin Cora Stephan. Ich bin Ulrike Stockmann und ich freue mich jetzt sehr auf ein Gespräch über ihren brandneuen, faszinierenden, spannenden Roman Margots Töchter. Herzlich willkommen, Frau Stephan. Vielen Dank, Frau Stockmann. Das fängt gut an, finde ich. Das finde ich auch. Ja, also gleich vorneweg, ich muss Ihnen sagen, ich habe Ihren Roman mit großer Freude gelesen. Ein sehr spannendes Epos über deutsch-deutsche Geschichte. Im Zentrum steht Leonore Seliger, Jahrgang 1949, die als typisches Nachkriegskind in Osnabrück aufwächst. In ihrer Jugend besucht sie ein DDR-Ferienlager, wo sie sich mit einem Mädchen etwas anfreundet, das dann ihre Brieffreundin wird. Diese Brieffreundin begeistert sie für ja, den Sozialismus der DDR und Leonore nimmt das zunächst an. Im Laufe ihres Lebens allerdings kommt sie immer mehr weg von dieser linken Lebenswelt. Diese DDR-Begegnung allerdings begleitet sie ihr ganzes Leben und hat sehr viele Auswirkungen auf ihr Schicksal. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen und zu viel verraten, aber es kommt zu einigen mysteriösen Verstrickungen im Laufe der Handlung. Ich hatte den Eindruck beim Lesen, dass der Grundkonflikt im Roman eigentlich der Umgang mit Ideologien ist. Wie sehen Sie das? Ja, das denke ich auch. Das ist ein großer Teil der Geschichte. Der Umgang mit Ideologien, aber auch der Umgang mit dem apokalyptischen Denken. Leonore erlebt mehrere Katastrophen bzw. Katastrophenvorhersagen, vom Waldsterben bis Tschernobyl, und lehnt das eigentlich erst ab, dieses katastrophische Denken, und beginnt dann doch auch, sich von der Panik anstecken zu lassen. Ist im Moment ja irgendwie aktuell, oder? Also ich habe mich total an die heutige Zeit und den Hype um Fridays for Future, um die vermeintliche Klimakatastrophe erinnert, gefühlt gerade in dieser Episode in den 80ern, wo es ums Waldsterben geht. Ich weiß nicht, inwiefern retrospektiv Sie jetzt das so sehen oder inwiefern es Ihnen damals schon so erschien, aber die Argumente, die Sie da auch die Figuren sagen lassen für und gegen das Kommen der Apokalypse, hat mich doch sehr an die Debatte von heute erinnert. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich habe damals für Global 2000 das Kapitel über das Waldsterben ins Deutsche übersetzt. Also ich war damals durchaus der Meinung, hier steht uns etwas bevor, was unangenehm werden kann, ja, um es so zu sagen. Ich war eigentlich immer zu nüchtern, um mich jetzt voll und ganz auf irgendwelche Panikszenarien einzulassen. Ja, natürlich. Vieles erinnert daran. Und ich denke, das hat natürlich auch ein bisschen was mit Jungsein zu tun. Wenn man jung ist, findet dass man das vielleicht irgendwie wichtiger, Teil so eines großen Ganzen zu sein, eines großen Plans oder auch eines großen Unglücks. Aber das ist es ja nicht. Bei Friday for Futures steht ja der große Plan dahinter. Ja. Wir retten die Welt, wir retten das Klima oder wie beim Sozialismus, wir machen die Welt besser. Das ist etwas, von dem ich nicht verstehe, warum es auch Ältere noch so fasziniert. Mit einem etwas kühlen Kopf wird einem ja eigentlich klar, dass das hybride ist. Das ist eine unfassbare Selbstüberschätzung. Wir retten das Klima, um Himmels Willen. Wir retten die Natur. Ja, wer sind wir denn? Wir sind doch winzig kleine Lebewesen. Die Natur interessiert sich gar nicht so sehr für uns, wie wir uns für sie interessieren. Und das, was mich am meisten irritiert, ist auch diese Vorstellung von, die Natur ist gut. In der Menschheitsgeschichte war das für die Menschen aber nie, war immer eine Gefahr. Die Natur war etwas, was gefährlich war. Ja, das Virus ist auch, wenn man so will, Natur, ist gefährlich. Ja, oh, da sind wir jetzt bei Corona. Ja, wollen wir aber eigentlich nicht hin, oder? Da wollen wir bitte nicht hin. Ich genieße das so, mit Ihnen mal über etwas anderes sprechen zu können als über Corona. Ja. Ja, bei Ihnen klang gerade schon etwas an, was mir auch sehr positiv am Roman aufgefallen ist, nämlich
die Ambivalenz. Also die Ambivalenz der Figuren, die im Roman vorkommen. Es kommen ja sehr viele Menschen vor, die man besser kennenlernt als Lehrer, darunter unter anderem Margot Seliger, die Mutter von Leonore, auch eine sehr exzentrische und interessante Person, die Heldin ihres ersten Romans, Ab heute heiße ich Margot. Und sie ist ein Beispiel für eine Figur, die in der Schilderung eigentlich überhaupt nicht sympathisch wirkt, wenn man sie im zweiten Band kennenlernt. Aber je besser man sie kennenlernt, desto mehr versteht man ihre Motive und was sie zu dem gemacht hat, wie sie ist. Und so passiert es auch mit anderen Figuren, egal ob jetzt Stasi-Funktionär oder was weiß ich, RAF-Terrorist oder 68er-Jugend. Man beginnt zu verstehen, warum die Menschen so gedacht haben. Also mir ging es zumindest so. Und ich würde mich jetzt fragen, haben Sie es darauf angelegt oder ist es einfach so passiert beim Schreiben? Das ist ein großes Kompliment, was Sie mir machen. Das freut mich sehr. Ich versuche tatsächlich bei meinen Personen zu sein. Das klingt immer so komisch. Nicht? Man findet ja diese Personen. Nur wenn man sie mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet hat, dann muss man ihnen auch folgen. Man kann ihnen nicht etwas überstülpen, was sie nicht sind. Und so wie ich Menschen kenne und so wie ich selber bin, wir leben ja eigentlich doch alle in Ambivalenzen. Schwarz und Weiß ist im Prinzip nicht interessant. Wenn man Menschen kennenlernen will und sie gleich in die entsprechende Schublade steckt, dann lernt man nichts über sie. Und die Menschen, die sich in diesen Schubladen aufhalten und nicht ein bisschen mal herausgucken, die lernen auch nichts übers Leben. Ja, natürlich habe ich es drauf angelegt, Menschen in ihrer Ambivalenz darzustellen. Nicht als Helden, ja. Also dieses, was mich ja auch immer so nervt, ist dieses Etikett starke Frauen. Ja, mein. Ja. Starke Männer wären mir auch recht, übrigens. Ja. Ganz nebenbei. Ja, aber es sind Menschen in ihren Ambivalenzen, in ihren Unzulänglichkeiten, auch in ihren Ticks. Also Leonore ist ja zu Anfang, ehrlich gesagt, ein absolut biestiges Mädchen. Ja, absolut, ja. Und ja, zum Teil habe ich mich ein wenig geschämt, dass sie derart noch brutal mit ihren Eltern umgeht im Grunde. Ja, das stimmt. Wobei ich mich erinnere, ich bin ja im Jahrgang 1951, erinnere mich schon, dass wir alle, nicht alle, aber dass viele von uns das damals gemacht haben. Also die Eltern in die Schranken gewiesen und ihr Faschisten. Das gehört vielleicht für manche Jugendliche zu ihrem Emanzipationsprozess dazu, aber angenehm ist das nicht und es war für beide Teile sicherlich angenehm. Also sowohl nicht für Leonore als auch für ihre Mutter, die sich allerdings auch abscheulich verhalten hat. Ja, das stimmt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Nee. Es klingt ja auch, also es wird ja auch thematisiert am Anfang, als Leonore jung und jugendlich ist, dass sie sich schämt für die Generation ihrer Eltern, für die Generation ihrer Großeltern, also so dieser typische Konflikt zwischen der 68er-Generation und den Vorderen, was man natürlich auch nachvollziehen kann als Leser. Und dann ist sie in Swinging London, sie lernt britische Soldaten kennen, sie ist dann aber an der Uni und geht eigentlich auf Abstand zu ihren Kommilitonen, die sehr links sind, asketisch links, wie es im Roman heißt. Und dann später in den 80ern sprachen sie an, kam das Waldsterben. Die Stasi schwirrt immer so im Hintergrund mit. Also es ist ein bisschen wie ein Potpourri deutscher Geschichte, allerdings nicht, dass man das merkt als Leser. Es ist unterschwellig, weil ja die Geschichten im Vordergrund stehen, aber unterschwellig schwingt es immer mit. Es ist so diese Jahrzehnte, die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Und ich habe mich gefragt, ob das vordergründig ihr Anliegen war, dass sie praktisch so ein Sittenbild dieser Zeit geben wollten, oder hatten sie zuerst die Schicksale ihrer Figuren im Kopf? Oh, das ist eine ganz hundsgemeine Frage, natürlich. Wenn ich jetzt eine anständige Schriftstellerin wäre, dann würde ich sagen, natürlich das Schicksal meiner Figuren, sonst gar nicht. Das stimmt so nicht. Ich habe zwar keine pädagogischen Absichten, aber auch bei Ab heute heiße ich Margot war mein Anliegen schon, also deutsche Geschichte in ihrer unfassbaren Mehrfältigkeit, Vielfalt heißt das, glaube ich, in ihrer Zwiespältigkeit darzustellen. Nicht? Bei Margot haben wir Nazi-Deutschland, dann kommt die Bundesrepublik, die DDR und das Vereinigte Deutschland. Und jetzt hier ist es eben auch dieser
Ja, diese Spannung zwischen diesen beiden Deutschlands. Der Witz in der Bundesrepublik, und ich glaube, das stellt das Buch schon ganz gut dar, war die DDR ja eigentlich beliebter als in der DDR. Was haben Journalisten von der DDR geschwärmt? Wie schön das doch sei, diese Einfachheit, Schlichtheit. Ich glaube, gerade bei Journalisten in der Bundesrepublik war die DDR das bessere Deutschland. Ja? Und ganz nebenbei, natürlich wurde berichtet, rauf und runter. Also ich selber hatte einen Kollegen, der nachts mit den entsprechenden Utensilien Verteidigungsgeheimnisse an die DDR verraten hat. Ein unfassbar lebenswerter Mensch. Und die Mutter von Leonore, Margot, hat ja auch Betriebsgeheimnisse an die DDR weitergegeben, weil, und das finde ich im Prinzip so perfide und so geschickt, am MFS, am Ministerium für Staatssicherheit, die haben ja ihre Agenten Kundschafter des Friedens genannt. Was wollten denn die Deutschen nach 1945? Nichts anderes als das, Frieden. Außerdem waren sie immer noch Brüder und Schwestern, DDR und Bundesrepublik. Und es kam vielen Leuten völlig selbstverständlich vor, dass man das Wissen teilt miteinander im Sinne eben von Frieden. Ja, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, aber auch das, finde ich, klingt eben in Ihrem Roman an. Man lernt also ungemein dazu, gerade wenn man jetzt wie ich der jüngeren Generation angehört und das alles auch nur aus Erzählungen nachvollziehen kann, aber es wird auf jeden Fall le sehr lebendig. Oh, dann doch ein pädagogischer Effekt, wie schön. Ja, auch, also ich meine, aber wenn dann im positiven Sinne, weil mir ist das eben alles immer sehr schwarz-weiß geläufig. Also ich finde, die Zwischentöne erfährt man eigentlich nur jetzt von dieser Teilungsgeschichte, sagen wir mal, wenn man mit Augenzeugen spricht, mit Menschen, die entweder die DDR erlebt haben oder mit Menschen, die eben Westdeutschland erlebt haben und wie dort so die Haltung war. Aber ich finde jetzt eigentlich aus Artikeln, aus Geschichtsbüchern so ein richtig lebendiges Bild erschließt sich mir da nicht. Das ist wenigstens meine Erfahrung. Vielleicht habe ich auch einfach nur das Falsche immer gelesen. Ja, ich meine, ich bin nun wirklich seit 1968, seit die Russen in Prag einmarschiert sind, bin ich nicht mehr zu gewinnen gewesen für den real existierenden Sozialismus. Aber als ich mich so reingekniet habe in den Stoff und in die Geschichte dieser Person, ist mir aufgefallen, wie verführerisch natürlich dieser Gedanke war. Wir tun nichts Böses, trotz Embargo. Wir arbeiten für den Frieden. Und dass die Friedensbewegung übrigens in der Bundesrepublik, die ja eine sehr mächtige Bewegung war, aus der DDR finanziert wurde, wussten wir damals. Also wir, die wir nicht auf dieser Seite waren, wir wussten das, dass die DDR das finanzierte. Aber viele Leute hat es auch gar nicht interessiert, weil Frieden, dieses große, große verführerische Wort Frieden. So funktioniert sowas? Also die Stasi hat nicht erpresst, nicht gezwungen, sie hat verführt. Ist ja wahrscheinlich auch das Geschickteste, so läuft es ja auch heute, denke ich mal. Natürlich, natürlich, natürlich. Wie würden Sie eigentlich also den Weg Ihrer persönlichen politischen Entwicklung beschreiben? Sie stammen ja aus dem links-grünen Bereich, kann man sagen. Wo stehen Sie heute oder wie haben Sie sich so entwickelt in den vergangenen Jahren? Also die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Ich denke, wenn man sich sehr intensiv beschäftigt hat mit dem Sozialismus, mit dem Marxismus, ich habe mit Begeisterung Karl Marx gelesen, rauf und runter, dann ist man irgendwann auch immun. Ich habe meine Dissertation geschrieben über die Geschichte der Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert, die sozialdemokratische Geschichtsschreibung und die Geschichtsschreibung aus der DDR. Da lernt man viel über Ideologien und darüber, wie die Geschichte propagandistisch verklärt wird, übrigens von beiden Seiten. Und ich glaube, 1976, als ich dann promoviert war, nicht mehr in diesen, also ich war weder Maoist noch Stalinist noch in der DKP noch an der DDR, also schon mal gar nicht DDR. Aber ich war fasziniert von dem Frankfurter Sponti-Milieu. Das war das eben alles auch nicht. Man war in diesem Sinne undogmatisch. Und was mir einen Riesenspaß gemacht hat, übrigens in diesem Buch,
ist meine eigenen Erfahrungen bei dem Spontiblatt Pflasterstrand auf eine Weise einzuarbeiten, die ich im Nachhinein also fast hintertückisch nenne, nämlich meine Clara, die vom MFS in den Westen geschickt wurde, um dafür zu sorgen, dass es, falls es zur Wiedervereinigung kommt, im DDR-Sinn geschieht, die landet nun ausgerechnet bei diesem Spontiblatt und eckt komplett an mit ihrer sehr stieseligen Vorstellung von Linkssein und Sozialismus. Ja. Das hat mir riesen Spaß gemacht, diese beiden Welten aufeinander prallen zu lassen. Ja, ich fand viele Schilderungen, gerade Dialoge im Roman, sehr lebendig und habe mich dann natürlich gefragt, gibt es da reale Vorbilder? Wenn ja, wie nah an der Realität haben Sie gearbeitet? Marcel Reich-Ranicki hat mal behauptet, sinngemäß, dass jeder Schriftsteller autobiografisch schreibt, weil man ja logischerweise von seinem eigenen Erfahrungsschatz ausgehen muss. Was halten Sie davon? Ja, natürlich. Also ich kenne eigentlich nur Schriftsteller, die wie Raben funktionieren. Sie nehmen alles mit am Wegesrande, was in irgendeiner Weise verwertbar oder essbar ist. Natürlich taucht man ein in die eigene Geschichte. Aber wenn es schlicht autobiografisch wäre, wäre es auch nicht mehr interessant. Also ich habe keine Autobiografie geschrieben, aber natürlich alles genommen, was ich erlebt, erfahren habe. Mal abgesehen davon, dass ich mich bemüht habe, was die historischen Fakten betrifft, solide zu sein. Das heißt, ich habe natürlich nicht nur meine Erfahrungen herangezogen, ich habe auch viel gelesen und mit anderen Menschen gesprochen. Das ist ja das Spannende, Roman schreiben, wie viel Unterstützung man bekommt, wenn man fragt. Ja, im Nachwort haben Sie auch beschrieben, dass Ihnen da Facebook-Freunde geholfen haben. Ja, das ist toll. Das ist der Grund, warum ich immer noch Facebook liebe, obwohl es einmal zur Furchtbar auf den Senkel geht. Wenn man die richtigen Freunde hat, kluge Menschen, viele übrigens ehemals DDR, dann profitiert man ungeheuer davon. Ganz klar. Tja, mich würde noch eine Sache interessieren, und zwar, Sie sind Schriftstellerin, andererseits kennt man Sie ja als politische Autoren für den NDR, für die NZZ, natürlich für die Achse des Guten, und Sie haben auch viele Sachbücher geschrieben. Mich würde interessieren, was der Unterschied ist zwischen diesem politischen Schreiben und zwischen dem belletristischen Schreiben. Ja, den Unterschied habe ich mühsam lernen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man ein Sachbuch schreibt, dann betrachtet man die Dinge schön von oben, ordnet ein und sortiert, hantiert mit Zahlen und Fakten, wie das ja sich so gehört. Als Romanautorin muss man anderen Spuren folgen und das ist natürlich nach unten gehen. Man muss den Individuen folgen. Es ist eine völlig andere Weise, die Welt zu sehen und eine völlig andere Weise zu schreiben. Und das ist auch der Grund, warum ich mich mehr und mehr entfernt habe vom publizistischen Schreiben. Ich mache das auch selten, weil ich das andere spannender finde. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mehr das in die Tiefe gehen und mehr das nachforschen und nachspüren. Ja. Diesem untergründigen Grollen und Rollen nachspüren. Ja. Ich kann es an einem Beispiel vielleicht deutlich machen. Mich interessiert Trump nicht so sehr und auch die AfD interessiert mich nicht so sehr, als die Leute, die Trump und die AfD wählen. Das interessiert mich. Das und warum sie das tun. Ja, es ist wahrscheinlich menschlich oder aus erzählerischer Perspektive eindeutig das Spannendere. Und ich glaube, es ist auch politisch das Spannendere, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, obwohl Ihr Roman Margots Töchter sehr politisch ist und genau das verfolgt, was Sie gerade beschrieben haben, das in die Tiefe gehen im politischen Kontext, in diesem Fall in der Zeit der deutsch-deutschen Geschichte. Ab sofort überall erhältlich. Ich empfehle diesen Roman sehr. Sie sollten es selbst lesen und herausfinden, ob das, was wir hier besprochen haben, Gültigkeit hat oder nicht. Frau Stefan, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Ich bedanke mich auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.